Ihr kennt das Warndreieck, ihr kennt das Bermuda-Dreieck, aber kennt ihr auch das Flüsterdreieck? Nach diesem Faktenfreitag wisst ihr mehr. Jetzt bei Sprecheffekte. Wenn ihr uns schon ein bisschen bei Sprecheffekte und mit dem Faktenfreitag folgt oder vielleicht auch regelmäßig unseren Blog lest oder vielleicht habt ihr euch ja schon für die 10 essentiellen Stimmtipps angemeldet. Wenn nicht, dann ist hier unten der Link dafür. Meldet euch gerne an. Aber dann habt ihr schon mitbekommen, dass wir so ein bisschen immer auf das Flüstern schimpfen. Ja, das hat einen tatsächlich einen ernsten Hintergrund. Flüstern kann nachhaltig eure Stimme schädigen. Und ich erlebe es, dass Leute genau dann zum Flüstern greifen, wenn es absolut der falsche Zeitpunkt dafür ist. Nämlich immer dann, wenn sie erkältet sind oder schon sehr, sehr lange gesprochen haben und die Stimme schon angegriffen ist. Also wenn sie bereits heiser sind oder auch wenn schon so diese ersten Missempfindungen im Hals sind, also ein Drücken, ein Kratzen und tatsächlich irgendwie Schmerzen da sind oder die Stimme nicht mehr durchdringt. Genau dann wollen die Leute, und das ist auch total normal, kennt ihr vielleicht auch, ihrer Stimme was Gutes tun und fangen an zu flüstern. So in dem Sinne, und es ist für die Stimme tatsächlich ja, der Tod auf Latschen. Warum ist das so? Wenn wir flüstern, dann werden die Stimmlippen extrem lang und gespannt und sehr, sehr stark aufeinander gepresst. Und nur im hinteren Bereich an den Stellknorpeln bildet sich so ein kleines Dreieck. Und durch dieses Dreieck wird alle Luft mit aller Gewalt hindurchgepresst. Und das ist für die Stimmlippen und das Epithel, also die Schleimhaut, die auf den Stimmlippen ist, gerade dann, wenn sie schon angeschlagen sind, der absolute Overkill. Und es kann tatsächlich Langzeitfolgen haben für die Stimme. Sie ist dann weniger belastbar, dünner, behaucht, kratzig und, und. Das heißt also, wenn ihr angeschlagen seid, ob nach langem Sprechen oder auch nach einer Erkältung hier, Stimmruhe halten, darf gar keinen Fall flüstern. Für gesunde Stimmen ist ein lockeres, leichtes Flüstern ab und zu sicherlich nicht schädlich. Aber immer in solchen Momenten lasst es bleiben. Ich merke mir das immer so, in mir geht innerlich so ein Warndreieck an, und ich sage mir, wenn du jetzt noch weiter flüsterst und ein Flüsterdreieck produzierst, dann wird deine Stimme so schnell verschwinden wie Schiffe im Bermuda-Dreieck. Ja, ich hoffe, diese Stimmtipps helfen euch wirklich ein bisschen und erretten euch vor dem drohenden Stimmtod. Und wenn ihr an eurer Stimme arbeiten wollt und trainieren wollt, dann kommt doch jetzt in unser Stimmgym und meldet euch für unser Online-Programm an. Packt einfach die Tasche, ja? Es ist ein Online-Programm, ein Stimmtraining, das sich an alle die richtet, die beruflich oder privat viel sprechen. Also an Lehrer, Erzieher, Dozenten, Vertriebler, Callcenter-Agents, Trainer, Coaches und, und. Für euch ist dieses Programm gemacht, nämlich immer dann, wenn ihr Personen-, Zeit- und ortsungebunden auch ein Stimmtraining machen wollt. Denn wir haben für euch wirklich leichte und doch sehr wirkungsvolle Stimmübungen als Videoclips zusammengestellt, sodass ihr beim Üben nichts verkehrt machen könnt und doch den höchstmöglichen Benefit einfach für euch daraus ziehen könnt. Tja, also in diesem Sinne wünsche ich euch in dieser Woche, dass ihr auf gar keinen Fall es flüstern klingen lasst. Ciao, bis nächste Woche.